Hallo, moin. Ich hoffe, dass auch die Kollegen des Hamburger Abendblattes mich heute gut verstehen können. Hier pfeift es nicht so wie in Moorburg. Hier im Rathaus ist es relativ still, windstill. Ja, das Thema Olympia treibt uns heute um. Der Bürgermeister hat ja in einer flapsigen Nebenbemerkung mal eben verkündet, dass Hamburg sich nun nicht mehr für die Olympischen Sommerspiele bewirbt, was ich für einen großen Fehler halte. Wir haben eine Allianz für Olympia in Hamburg geschmiedet, gemeinsam mit dem Hamburger Sportbund, mit den Sportvereinen, aber auch mit Handelskammer und Handwerkskammer. Alle Parteien von CDU, GRL bis hin zur Sozialdemokratie waren wir uns einig. Wir wollen dieses Ziel, wir wollen Olympische Spiele in Hamburg. Und wir waren klar darüber, das dauert. Das dauert 10, 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre. Und warum der Bürgermeister jetzt auf einmal den Atem verliert und einfach hinschmeißt, ist mir völlig unverständlich. Ich glaube, dass die Idee Olympia in Hamburg wirklich etwas freisetzt, was Energie bedeutet, was Perspektiven bedeutet, was wirklich unheimlich viel die Stadt auch voranbringt, auch städtebaulich voranbringt. Und ich habe völlig jedes Verständnis verloren, warum der Bürgermeister diese falsche Entscheidung so getroffen hat. Ich hoffe, er besinnt sich. Vielleicht rudert er morgen auch zurück. Das wäre gut für Hamburg, das wäre gut für die Idee Olympische Spiele in Hamburg. Wir Sozialdemokraten stehen dafür, vor der Wahl, aber auch ganz gewiss nach dem 24. Februar mit Michael Naumann.